So, da sind wir bei Silent Hill Homecoming. Weiter geht's. Wir stehen immer noch im B-Block, nördlicher Flügel, Zellen 1 bis 8, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und da hinten geht's nicht weiter, deswegen würde ich sagen, wir ziehen mal an diesem wunderbaren Hebel, der da an der Wand hängt. Du bist ein so schöner Hebel. Hübscher Hebel. Und gucken mal, wie es hier unten weitergeht. Ja, es ist eben ein Gefängnis. Wie gesagt, wir müssen Wheeler und Al immer noch rausholen. Wheeler scheint im C-Flügel zu sein, zumindest hat er das gesagt. Und Al, ja, wurde verschleppt von diesen Freaks hier. Und gucken wir mal, die wollen wir natürlich auch wieder mitnehmen irgendwann. Ich nehme jetzt mal den Dolch in die Hand hier. Okay, jetzt sind wir... Wo sind wir jetzt gerade? Wir sind hier im unteren Stockwerk wieder. Zellenflügel B. Und da sind auch noch ein paar Zellen. Gut, ich gucke mir mal die Zellen genau an. Das Tor lässt sich nicht bewegen. Lässt sich nicht bewegen. Die ist offen. Oh, da liegt was. Ich habe den Brief eines Gefangenen gefunden. Wer auch immer diese Nachricht liest, bitte helfen Sie. Wir haben seit Tagen keine Aufseher mehr gesehen. Wir haben Hunger, verlieren langsam jede Hoffnung. Bitte helft uns. Wir werden sterben. Ron. Tja, Ron, es sieht so aus, als wenn du dich durch dieses Klo verdünnisiert hättest. Und ich meine nicht nur deinen Darminhalt. Na, zumindest ist keiner mehr hier. Also ich sehe keine Gefangenen. Ich sehe gar niemanden. Ich sehe nur diese ganzen Freaks vom Orden. Also diese komischen Kultisten, die da rumrennen mit den Gasmasken. Oh, da ist Munition. Nice. Sturmgewehrmunition. Ich habe ein ganz blödes Gefühl. Wir finden Unmengen an Sturmgewehrmunition. Ich habe kein Sturmgewehr. Ich habe wahrscheinlich das Sturmgewehr irgendwo liegen lassen. Das lag wahrscheinlich irgendwo rum. Und ich habe es einfach mal nicht gesehen. Ja, ich meine, bisher sind wir ganz gut vorangekommen. Ich hoffe, das ist dann auch in Zukunft irgendwann so, wenn wir dann mal weiter zum Ende hinkommen. Und irgendwann auch vielleicht mal dem Boss gegenüberstehen, dass wir da nicht unbedingt das Sturmgewehr brauchen. Das wäre schön. Ist das dieser Gang, wo Josh vorhin entlang gerannt ist? Dieser Bereich ist blockiert. Wir haben ja in der letzten Folge über die Überwachungskamera Josh beobachtet und es ist hier irgendwie durch einen Bereich gerannt, der so aussah wie der hier. Nicht schlagen, öffnen. Oh, schau an. Oh, er ist da drin, ja, das ist wunderbar. Da sind aber hier zwei von diesen Kultisten-Freaks da. Die schalte ich ganz in Ruhe von der Seite aus. Oh, Mist. Okay. Jetzt haben sie mich gesehen. Jetzt kann ich auch ein Opferdolch nehmen. Zack. Oh, die können aber auch ausweichen. Nope. No, you don't. Oh. Oh. Ja, holy shit. Ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Ah, oh, ich schlag gegen die verdammte... Ah. Jawohl, ich bin im Messerkampf ein bisschen besser geworden, glaube ich. Oh Mist, der war übel mit der Stange von unten ins Gesicht. Könnte wehgetan haben. Wow. Wow, 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 jetzt übertreib's mal nicht. Jetzt übertreib's mal nicht. Jetzt hat er einen Lauf, jetzt hat er einen Lauf, verdammt. Oh mein Gott, geh endlich drauf. Oh, Mist. Gut. Wir haben hier noch Drinks und Erste-Hilfe-Kästen, deswegen werde ich mir erstmal einen Drink reinhauen. Verdammt, okay, hätte ich vielleicht doch die Pistole nehmen sollen. Naja, egal, der erste ging ganz gut, der zweite war nicht mehr so wirklich... Ja, egal, reden wir nicht drüber. Da ist Wheeler, da ist er. Sehr gut. Good job. Now get me out of here. There's a switch over there. Okay. Da ist ein Schalter. Oh ja, da ist ein Schalter, du hast völlig recht. Mein Gott, du bist ein Sherlock, das ist ja Wahnsinn. Ich hoffe, das öffnet jetzt auch deine Zelle. Hey, nice work back there. When this is over, I'm by the first round and then the second. Das würde ich auch hoffen. Walk? Walk, run, fly. Shit, I may be a little slow, but whatever the hell it takes to get out of here, let's do it. Where's Al? He split us up when we got here. But I heard him say something about taking a woman to solitary. And that's where we're going. But we gotta get back to the guard station. Got it. Come on. Boom. Oh shit. Fuck. Yeah. I'll read him his rights. Yeah. Nope, ich glaube, das werde ich nicht tun. Alles klar, ich werde mal meine Blaustahlschrotflinte wieder auspacken. Die ist dafür einfach super geeignet. Ah, diesen Riesending hier. Okay, das war's dann aber auch schon, was die Schrotflinte angeht.
setze ich ihm mit der Axt zu, während er auf mir fixiert ist. Yes! Fucking Teamwork! Das heißt versuchen. Das ging ja relativ schnell. Okay, jetzt Moment, wie der rennt, ey. Der rennt einfach mal weg. Jetzt chill mal ganz kurz. Ich muss mir jetzt den Bereich erstmal ganz kurz angucken, wo ich einfach rausrenne. Hier, guck mal, da geht's zum Beispiel auch weiter. Ah, oh, du wusstest es. Aber hier, wir haben einen Schlüssel dafür. Supply, okay. Da können wir einen Schlüssel finden. Es ist abgeschlossen. Das Schloss ist nicht defekt, wie sonst immer. Okay, dann wollen wir mal folgen hier hoch. Jetzt fühle ich mich gar nicht mehr so unsicher, wie wir zu zweit sind. The fuck? Ach, das ist Wheeler. Shit, okay, er bleibt da stehen. Ich dachte, er wäre weggerannt komplett. Okay, ich folge ihm einfach mal. Ich glaube, das wird das Beste jetzt sein. Ein Stein. Ich könnte einen Stein mitnehmen. Nein, okay, wow, da hängt was. Zeichnung gehalten. Okay, sieht aus wie ein kleines Kind in einem Käfig, während unten Dinosaurier mit Stelzenbeinen Speere tragen und Joust kämpfen wie bei American Gladiator in den 90ern. Das ist wunderbar. Ich liebe diese Zeichnung. Du kannst einfach alles rein interpretieren. Es passt jedes Mal. So. Wobei ich, ganz ehrlich, Dinosaurier mit Stelzenbeinen, die Joust spielen, schon extrem gut finde. What happened in here? Oh, now that's gross. Was? Moment, ich will auch gucken. Holy shit. Da ist der halbe Kerl. Zum letzten Mal war der ganze Kerl. Du stehst vor dem Schalter. Mann, du humpelst, aber du kannst den Schalter betätigen. Alex, pull that switch. Warum? Ja, dass du vorausrennen kannst. Ja, dass er mich als Beute nehmen will, ich hinten dran bin, ist schon klar. Nope. Jetzt nicht raus. Oh, hier ist, glaube ich, Josh entlang gerannt, oder? Bin mir nicht mehr ganz sicher. Irgendwie so ein Bereich war es. Ah, wir sind hier, okay. Jetzt keine. Ja, hier sind wir ja gewesen vorhin. Da war diese kaputte Schaltkonsole drin. Konsole. Die ist kaputt, Mann. Yes, it works. What? Okay, we need to split up. Now here's what you do. Head across the catwalk to the locked bars on the far side. Now get out of here. Jetzt haue ab. Das würde er auch bestimmt auf Deutsch genauso sagen. Jetzt haue ab, Alex. Geh hinfort. Okay, wohin sollen wir nochmal gehen? Ich schätze mal über dieses Ding hier. Oh Mann, diese Sprünge sind echt knapp. Da hinten rein, schätze ich mal. A-Block, östlicher Flügel. Ah, erst ist mein Data sozusagen und checkt mir einfach mal die Türen auf. Wunderbar, das finde ich gut. Das finde ich allerdings sehr gut, okay. Mist, jetzt bin ich wieder alleine, verdammt. A-Block, östlicher Flügel. Moment. Ich muss erst prüfen. Einen prüfenden Blick drauf werfen, was hier so... Ah, oh, schau an. Das Prüfen hat sich gelohnt, verdammt. Gesundheitsdrink, den dieser Penner mir vorhin mit seiner Eisenstange aus dem Schädel gehauen hat. Mhm. Okay, naja, gut. Ich gehe mal dahin, wo er es mir sagt. Ich glaube, der hat schon so ein bisschen einen Plan davon. Okay, aber was mache ich jetzt? Ach, das kann man auch... Wheeler? Wheeler, ich hab... Oh, komm schon, ernsthaft? Ich hab hier... Also, hier ist ein Loch im Zaun. Soll ich hier drüber springen? Tür, würdest du dich bitte schließen? Wenn sie sich schließen muss, dann schließt sie die nicht. Okay, wir brauchen einen anderen Weg. Dann lass mich raten, ich nehme den hier. Hast du das? Wheeler ist... what the fuck? Achso. Wheeler ist schon so ein Arsch. Oh, ich habe einen anderen Weg gefunden. Ja, ist ja nicht so, dass ich da gerade reingerannt bin und mit meiner unglaublichen Kombinationsgabe gemerkt habe, dass ich hier lang gehen kann. Wow. Sieht's bei uns auf der Arbeit auch aus in einem Stockwerk, nur dass das, was in der Wand runtergelaufen ist, Kaffee ist. Wirklich, glaube ich, über drei Stockwerke, weil an der Seite auch die Treppen offen sind. Okay, es sind gar keine Treppen, aber die Treppen sind offen an der Seite. Das heißt, hier dazwischen ist ein kleiner Spalt, so ein bisschen mehr als hier. Und da hat er wahrscheinlich irgendwann mal irgendeiner seine Kaffeetasse fallen lassen. Die ist halt über drei Stockwerke gelaufen. Es sieht unglaublich widerlich aus.
Okay. Habe ich vor. Glaub mir, das habe ich vor. Okay. Wo sind wir jetzt gerade eigentlich? Wo haben wir ihn überhaupt gefunden? Das war doch kein Zellenflügel C. Das war da links im Upper Guard Room, oder? Nee. Hoppla, naja, jetzt. Keine Ahnung. Ich weiß es schon gar nicht mehr, egal. Ja, Moment. Ich muss hier auch erstmal gucken. Oh, what the f... Oh, holy shit. Oh mein Gott, Nadler. Zum Glück habe ich mich gerade in die Richtung bewegt. Den habe ich ganz gut überraschen können, den Typ. Okay, wir sind safe, Leute. Wir sind safe. Ich habe schon gedacht, was warum... Oh mein Gott. Schlechtes Timing. Ich dachte schon gerade, was ist das Loch in der Wand so, ey? Das ist irgendwie... Oh mein Gott, ein Nadler. So ungefähr hat sich's in meinem Kopf angehört und wahrscheinlich auch... Ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Keine Ahnung. Völlig egal. Wir gehen weiter. Ich bin so verwirrt von diesem Spiel. Sie ist versperrt. Hm. Eine Frechheit. Ist diese Tür. Shower Room. Oh Gott. Ich habe zum Glück keine Seife dabei. Ey, wer keine Seife hat, kann keine Seife fallen lassen. Das ist eiserne Regel. Nicht eiserne Route, sondern eiserne Regel. Okay, ich höre eine leichte Störung auf meinem Funkgerät. Das ist, irgendwas ist hier drin. Irgendwas ist hier drin. Und es ist einfach nur scheiße dunkel und ich sehe nichts. Wow, fuck, von oben. Ah, Mist. Das war ein bisschen falsches Timing. Oh nein, das sind zwei. Oh nein, ihr Nadler. Okay, komm schon. Ich muss auf die eine Seite kommen. Jawohl. Ja, komm schon. Hey, ihr seid doch besser, Mann. Ich hasse Nadler. Die schlimmsten Gegner von allen. Ernsthaft mal. Jetzt mal ernsthaft, Junge. Weißt du eigentlich, wie scheiße die sind? Oh Mann! Alter, was hat der für eine Reichweite? Das ist ja nicht mehr normal. Das gibt's nicht. Das gibt's einfach nicht. Wow, ich bin in der Ecke. Das ist schlecht. Ich muss aus der Ecke raus. Ich will nicht fixiert sein auf den. Okay, das Locking-System, wenn zwei Gegner da sind, ist nicht so der Burner. Da hoffe ich mal, dass wir da bei Downpour was rausmachen beim neuen Teil, der dann bald kommt. Oh. Gab's nicht. Der lässt. Oh. Holy shit. Oh, holy shit. Ich habe ihn ausholen sehen und konnte nichts mehr machen. Ah, ich kriege dich auch in die Ecke, mein Freund. Das Problem ist, du hast von vorne halt einfach mal Deckung. Jawohl. Oh mein Gott. Ich wusste, Duschen sind eine scheiße Idee in einem Gefängnis. Ich meine, dass es jetzt so läuft und die dir den Arsch im wahrsten Sinne des Wortes komplett aufreißen wollen. Und zwar nicht mit irgendeiner Goldrute, sondern einfach mit ihren verdammten Sichlorarmen. Das ist irgendwie Pokémon, das ist voll Pokémon. Ich muss jedes Mal an Pokémon denken, wenn diese Typen kommen. Was ist hier denn los? Ah, durchbrechen. Warte, wie heißt man da? Rohr? Feuerwehraxt. Ah, alles klar. Einfach mal eine Wand einreißen. Wohin gehen wir denn hier bitte? In den Boiler Room. Okay. Lass mich erst raten, die Tür ist zu. Ja, okay. Ich habe den Weg gefunden, bevor ich wusste, dass die Tür zu ist. Auch nicht schlecht. Alles klar, dann gehen wir mal in diesen Boiler Room rein. Okay, es ist einfach wirklich nur ein Boilerraum. Nichts, das mich töten will. Gar nichts? Ich bin verblüfft. Ich habe jetzt wieder mit irgendwas Tödlichem gerechnet, aber hey. Okay. Ich meine, trotzdem bin ich vorsichtig, das ist ganz klar. Ich werde ja trotzdem nicht irgendwie wild wichsend jetzt durch die Gegend laufen, ohne aufzupassen.
Das ist, wäre nicht gut. Das wäre einfach nicht gut. Absolut nicht. Ha, ein Speicherpunkt. Halleluja. Zum Ende der Folge gibt es einen Speicherpunkt. Das ist doch mal awesome. Wunderbar, ich speichere mal das hier gerade. Yes! Ja, und wie auch in der Zeitzeit, heute nehme ich ein bisschen früher auf als sonst. Weil es mir zeitlich sonst nicht reichen würde, weil ich noch weg muss später. Und ich will ja, dass ihr schön was zu gucken habt. Ist ja ganz klar. Gut, ich würde sagen, beim nächsten Mal gucken wir uns hier ein bisschen weiter um. Schauen, dass wir L irgendwo finden. Die soll in einer Einzelhaftzelle sitzen. Nein, das ist die Stadt. Da ist sie auch. Ja, irgendwo in dieser Stadt ist sie. Ganz genau. Und zwar Solitary. Hier oben, glaube ich, irgendwo. Also muss ich noch ein bisschen höher gehen, auf jeden Fall. Werden wir uns dann beim nächsten Mal anschauen, dass ich da hinkomme. Dann schauen wir, ob Al noch lebt. Hoffentlich. Bis dahin. Haut rein.